Zahlreiche Besucher gaben sich am Sonntag in der alten Sparkasse die Türklinke in die Hand. Auslöser des Interesses: der Dülmener Herztag. Verschiedene Organisationen und Institutionen hatten Stände aufgebaut. Dazu gab es Vorträge rund um das Thema das schwache Herz. Die Entwicklung und Entstehung kommt von der Deutschen Herzstiftung, die das jeweils alle 2 Jahre initiiert hat und sich alle Kooperationspartner beteiligen können. Es beteiligen sich insgesamt 11 Institutionen bei der heutigen Aktion. In den verschiedenen Bereichen Vorträge, Ausstellungsstände, Verpflegung. Einmal das Deutsche Rote Kreuz, sowohl die Ortsgruppe Dülmen als auch Buldern. Christophorus-Kliniken, die Familienbildungsstätte Volkshochschule. Bereits seit 1993 gehören die Herztage zu den regelmäßigen Informationsveranstaltungen in Dülmen. Besucher bekamen die Gelegenheit, ihren Blutdruck überprüfen zu lassen. Auch die Möglichkeit, seinen Blutzucker messen zu lassen, gab es. Das Dülmener Franz-Hospital informierte an seinem Stand über die Gefahren eines Schlaganfalls. Ein Herzinfarkt wird ja durch einen Verschluss eines Herzkranzgefäßes durch ein Blutgerinnsel verursacht, meistens aufgrund einer Einengung, einer Verkalkung im Herzkranzgefäß. Und damit haben wir wieder die Faktoren, die zu einer Herzkranzgefäßverkalkung führen. Das ist das Rauchen, Übergewicht, zu viel Cholesterin, Diabetes, hoher Blutdruck und die familiäre Belastung. Lebensrettende Maßnahmen unter Einsatz eines Defibrillators und Herzmassage demonstrierte das Deutsche Rote Kreuz an seinem Stand. Ja, der Umgang mit den Defibrillatoren ist für viele Menschen immer noch ungewohnt, da das ein spezielles Gerät ist, worauf es mittlerweile in Erste-Hilfe-Kursen zwar Einweisungen gibt, aber viele Menschen den Umgang damit einfach scheuen. Dadurch, dass das Gerät mit Strom arbeitet, haben die Leute Angst, damit zu arbeiten. Und wir versuchen den Leuten einfach dieses Gerät näher zu bringen und denen zu erklären, wie man damit umgeht. Künstler Heino Blum aus Olfen bot seine Herzbilder an. Vom Erlös ging ein Teil als Spende an die Herzstiftung. Also ich habe zunächst einmal versucht, Publikum in meine Ausstellungen, ich mache normalerweise auch andere Bilder, habe versucht, Publikum in meine Ausstellungen zu ziehen, habe dadurch angefangen, diese Herzbilder zu malen und bin somit im Grunde genommen damit verbunden, ne, weil ich mache das jetzt seit über 6 Jahren. Fachvorträge und Präsentationen sorgten für eine gelungene Mischung beim diesjährigen Dülmener Herztag in der alten Sparkasse. In 2 Jahren wollen die Organisatoren den nächsten Herztag veranstalten.